Hallo und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Die Siedler 1 hier in alter Aufbaumanier. Und heute geht es selbstverständlich weiter mit unserer Hauptbasis. Ja, wir waren das letzte Mal dabei und haben neben den schon vorhandenen Rohstoffen nach weiteren Rohstoffen zu suchen. Und ja, bisher haben wir so mäßige Erfolge eingefahren. Wir haben zwar teilweise ein bisschen Eisen haben wir schon gefunden. Und Gold sowieso, das hatten wir ja drüben schon. Aber ja, das alles noch aufbauen, damit es dann endlich losgehen kann. Und die fehlenden Stellen, die noch besetzt werden müssen, besetzt werden. So, da gucken wir mal. So, das ist eigentlich schon mal weit oben. Ah, hier öffnet sich wieder alles, was ich nicht öffnen soll. Das ist immer wieder geil. Ja, wir brauchen halt auch Soldaten, ne? Das sehen wir ja. Also dringend, dringend, dringend Eisen. So. Müssen das trotzdem noch mal ein bisschen erkunden, ob da noch ein bisschen was zu machen ist. Ja, hier haben wir halt Eisen, was außerhalb ist. Das bringt uns jetzt eher weniger. Werden wir trotzdem alles Nötige markieren. Besonders mit den Granitbergwerken, ne? Falls wir die wieder benötigen sollten, dass wir die auf jeden Fall mit da haben. Aber momentan sieht es eigentlich ganz gut aus. So, das eine Eisenbergwerk ist zum Glück bald fertig. Die Kohlebergwerke, die laufen definitiv schon heiß. Finde ich gut. So, dann können sie das auf jeden Fall schon mal ein bisschen schneller transportieren. Damit wir da keine Staus zu befürchten haben. Weil das, denke ich mal, eher, das wird so ein Problem werden. Wenn es darum geht, auch Baumaterialien an die anderen Baustellen zu schicken. Ach nee, die eine ist ja sogar schon fertig. Ich hatte das jetzt für einen Handwerker gehalten. Nein, das eine Eisenbergwerk ist schon fertig. Also das heißt, es fehlt an Nahrung. Die muss noch geliefert werden. Speichern das Ganze erstmal ab. So, hier haben wir eigentlich alles voll mit Kohle. Muss halt bloß gucken jetzt, ob auf der anderen Seite eventuell auch noch was an Kohle mit da ist. Es sieht ganz gut aus, ne? Sieht ganz gut aus. Aber wie gesagt, Kohle ist erstmal das, was wir jetzt in Hülle und Fülle eigentlich erstmal da haben. Ganz klare Sache. So, wir machen hier noch so einen zweiten schönen Seewegtransport. Ja, da haben wir schon Boote und alles. Das klappt immer wunderbar. Eigentlich ohne Probleme hier. Schnell Verbindung gemacht und schon geht das alles seinen Gang. Alles, was eigentlich hilft, dass unsere Ware hier schneller ins Lager transportiert werden kann. Oder auf Masse transportieren kann, ohne dass dort Staus entstehen. Und dieses Problem haben wir ja immer wieder mal gehabt. So, wir machen weiter. Gehen mal hier noch einen Weg mit hinbauen. Damit da erstmal eine Verbindung mit da ist. Bisher konnten wir die Grenze unten beim Gold definitiv erstmal gut halten. Hat erstmal gut geklappt. Und das Ding ist, wir müssen das Zeug da unten auch halten. Ne? Also wir dürfen keine Burg verlieren. Die sind eigentlich der Hauptindikator, so rum. Was es jetzt auch heißt, mal Truppen noch weiter auszubilden und viele, viele Truppen auf unseren Gegner loszuschicken. Wir werden erstmal alles, was wir jetzt so ein bisschen haben, da wir ja jetzt Eisen mit haben, erstmal die Baracken vollknallen und dann anfangen mit der Überproduktion zu beginnen. Es braucht erstmal eine Weile, bis es erstmal alles anläuft. Ne? Das Eisenbergwerk, das glaube ich, das steht noch gar nicht so lange.
Aber das ist erstmal egal. Ich möchte die ganzen Burgen, Baracken und alles erstmal voll haben. So, dass überhaupt keine Schwachstelle entsteht, die der Gegner ausnutzen kann. Oder wir lassen das erstmal auf Mittel. Warte mal. Gefallen tut es mir nicht so wirklich. Ich bin am Überlegen. Dass wir die erstmal ins Hauptquartier zurückschicken. Um eventuell noch andere Burgen zu besetzen. Baracken. Ich glaube, das werde ich nicht so lassen. Ich lasse es jetzt erstmal so, wegen der anderen Baracken, die ich noch besetzen will, aber das wird definitiv nicht so bleiben. Das ist mir zu riskant. Besonders nach den letzten Angriffen, die wir das letzte Mal gehabt haben. Aber vielleicht besteht so auch nochmal die Chance, dass mit dem Gold, was wir zur Verfügung haben, die im Hauptquartier auch noch mit ausgebildet werden können. In den Burgen sowieso, ne? Aber in den Baracken ist halt immer schwierig. Wenn du die Baracken voll hast, da werden die Truppen ja nicht ausgebildet. Also nicht schnell ausgebildet. Wir machen es erstmal nur vorübergehend. Ich bin, wie gesagt, nicht glücklich mit der Entscheidung. Aber wir brauchen halt auch wirklich auf der anderen Seite Baracken, die wir noch besetzen müssen. Außenstellen. Ich darf keine guten Posten verlieren. Wir gucken mal. Wir haben ja gespeichert. So, hier haben wir erstmal Kohle. Das markieren wir uns erstmal noch so ein bisschen. Das können wir eigentlich wegmachen. Sehr gut. Ja, drüben halt das mit dem Eisen, das ist so ein bisschen ärgerlich, ne? Dass das halt nicht so ganz klappt. Dass halt der Gegner mehr hat. So, aber ansonsten... Von der Versorgung her geht's erstmal. Wenn jetzt noch das Eisenbergwerk mehr dazu kriegt, also mehr Lebensmittel kriegt als die Kohlebergwerke, bin ich schon eigentlich ganz zufrieden. Wir können es ja mal versuchen. Mach so einen Testangriff starten. Da ist jetzt nur einer drin. Ne? Entweder es klappt oder es klappt nicht. Wir haben sie auf Mittel gelassen. Ne? Barackenbesetzung. Aha, kommt von beiden Seiten. Wird das so ein Übersoldat, ne? Also ganz klar. Kriegst du wieder nicht tot. Man muss sich erst beschweren. So läuft das Ganze. Speichern. So, jetzt haben wir eigentlich folgende Situation. Wir haben hier ein neues Eisenbergwerk dazu bekommen. Werde ich auf jeden Fall mit ans Netz nehmen. Und wenn wir dann mit unseren Bauaufträgen definitiv hinterherkommen, dann werden wir das sowieso nutzen. Sehr gut, das freut mich, dass das hier geklappt hat. Ah, unten sehe ich schon die Eisenbergwerke, die laufen. Also es fließt schon mal Eisen. Das heißt, es wird definitiv nicht mehr lange dauern, bis unsere Werkzeugschmiede in Gang kommt und bis unsere Waffenschmiede Waffen produziere, damit wir endlich die Baracken wieder auf Vollbesetzung machen können und dann dem Gegner so richtig entgegentreten können. Weil jetzt ist es halt wirklich nur so rantasten, ne? Eigentlich so eine Strategie, die mir halt gar nicht so gefällt, wenn die Baracken nicht voll besetzt sind. Ansonsten bin ich gern dafür, ne? So ein bisschen rantasten, wo sind die Schwachstellen beim Gegner? Aber momentan sieht es halt nicht so gut aus, ne? Ja, waffenmäßig sind wir, militärmäßig sind wir leicht unter ihm. Ist schon mal was Gutes, aber definitiv noch ausbaufähig. Wir sollten uns noch nicht auf eine Konfrontation einschießen. Das könnte vielleicht sogar nach hinten losgehen. Wie gesagt, ich habe es ja schon gesehen, was er für Truppen geschickt hat, die uns angreifen sollten.
Darum ist er auch erstmal ein bisschen nach unten gesunken, weil er hat ja große Verluste eingefahren. So, hier bin ich am Überlegen, könnten wir eventuell was für die Lebensmittelproduktion mitbauen. Bauen hier noch so eine Farm hin. Der kann zum Beispiel noch nach oben raus definitiv noch ein paar Felder anlegen. Das könnte gut klappen. Wir müssen halt so ein bisschen den Platz nutzen, der uns zur Verfügung steht. So, hier machen wir jetzt erst einmal eine Bäckerei. Nachdem wir oben die Mühle gebaut haben. Es ist ganz gut, dass wir das hier mit einrichten. Speichern sowieso. Damit wir gleich... Ja, oben haben wir die Eisenbergwerke. Dann können die theoretisch mit als erstes mit versorgt werden. So, da drüben haben wir ja auch noch eine Lebensmittelproduktion. Heißt, Gold wird ja sowieso gut versorgt. Mir geht es jetzt in erster Linie erstmal größtenteils um Eisen. Das brauchen wir jetzt vor allem am Anfang extrem oft. Wir haben sogar noch 26 Fische drin. Also eine kleine Überproduktion an Fischen haben wir schon mal. So, können wir mal kurz schauen. Genau, erstmal alles zu Soldaten machen, was uns zur Verfügung steht, auch wenn das erstmal nicht viel ist. Wir haben momentan 3 Soldaten in der Überproduktion. Ist schon mal ganz gut. Das heißt also, die, die jetzt im Lager mit drin sind, können zum Beispiel schon mal mit ausgebildet werden. Wenn das jetzt noch, also wenn da jetzt noch mehr dazu kommen, definitiv, dann geht das mit der Ausbildung auch im Hauptquartier viel, viel schneller. Die entwickeln sich dann sehr, sehr schnell, also steigen vom Rang sehr, sehr schnell auf und wir können sie dann wieder in die einzelnen Baracken entlassen. Aber hier nicht. Das ist wirklich nur im Lagerhaus außerhalb. Ist auch wieder so eine gefährliche Sache, aber solange die uns nicht angreifen, geht das eigentlich. Weil wenn die einmal das Lagerhaus in Brand stecken, wir haben es durch die anderen Missionen gemerkt oder gesehen, sterben die Soldaten, die da drin sind. Die hauen nicht da drin ab. Die sind dann weg. Und das müssen wir halt... Ja gut, es geht. Wir wollen jetzt keinen Teufel an die Wand malen, es geht. So. Also hier, wie gesagt, keine Soldaten drin. Halt wirklich nur die 4 Leute, die halt im Hauptquartier mit drin sind. Eigentlich der eiserne Rest, den ich eigentlich immer so im Lager behalte. Kommt halt selten mal vor, dass ich aufstocke, also mehr im Lagerhaus haben möchte. So an sich sehe ich da jetzt auch keinen dringenden Tatendrang. Weil der Gegner ja wirklich noch weit außerhalb von unserem Hauptquartier ist. Also es ist nicht so nah dran, dass ich sagen muss, wir müssen jetzt unbedingt aufrüsten. Was ich mich eigentlich immer gefragt habe, ja, ob das, ob die sich aufrüsten, ne? Die rüsten sich nicht auf. Die tauschen das eher aus. Das habe ich mich schon immer gefragt, wenn die jetzt im Hauptquartier als einzelne Reserve eingeteilt sind, 5 Leute zum Beispiel, ob die jetzt wirklich vom Rang her aufsteigen, wenn die im Hauptquartier natürlich auch warten. Die beschützen ja das Hauptquartier. Aber irgendwie... Spielen wir hier ein bisschen rum, aber ich glaube eher nicht. Gut. Naja, haben wir mal wieder was dazugelernt. So, jetzt gucken wir mal kurz. Aha, der Angriff. Und da geht's schon wieder los. Ja gut, ich würde sagen, ich beende das an dieser Stelle. Der Kampf wird jetzt wahrscheinlich hier wieder im vollen Gange sein. Wir können ja nochmal gucken, ob da jetzt was passiert. Ah, Mensch. Ich habe eine Weile nicht gespeichert. In der nächsten Folge geht's weiter. Bis dahin, euer Fanny und ciao.